Chris Lord-Alge ist sowas wie der Popstar unter den Mix-Engineers und nicht allein seine 5 Grammys für die Mixarbeit mit Green Day lassen vermuten, dass dieser Mann genau weiß, wie man einen Kompressor für den Bass einstellt. Und weil er das anscheinend immer gleich und vor allem immer gleich gut macht, zeige ich dir heute mal den CLA-Bass-Trick für einen stabilen und fetten Bass in deinem Mix. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und falls du neu hier sein solltest, ich bin Jonas und ich gebe dir hier in über 600 Videos jede Menge Tipps und Tricks zum Thema Musik abmischen, damit deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die deiner Helden und Vorbilder, egal ob bei Spotify, auf Platte oder vielleicht sogar im Radio. Chris Lord-Alge ist für viele übrigens auch so eine Art Held oder Vorbild im Mixing und er mischt im wahrsten Sinne des Wortes hemdsärmelig. Mal wer ihm mal zugeschaut hat, wie schnell und kompromisslos er an seiner Konsole die Knöpfe dreht, der kann sich gut vorstellen, dass er auch und gerade beim Bass immer in die Vollen geht, um ein fettes Low-End hinzubekommen. CLA arbeitet zwar meistens mit echter Hardware, aber die ist prinzipbedingt immer gleich eingestellt. Ich meine, ist ja klar, wer möchte hier in diesem Schrank jedes Mal für jeden Mix die Knöpfe neu einstellen, wenn man es doch vermeiden kann. Das entscheidende Werkzeug für seinen fetten Bass hat mittlerweile aber auch jeder in seiner DAW als Plugin vorliegen und das ist ein 1176er Kompressor. Wie du deinen 1176 für einen fetten Bass à la Chris Lord-Alge einstellen musst, verrate ich dir jetzt in der Session und sollte dir dieses Video gefallen oder noch besser weiterhelfen, dann zeig's mir doch über einen Daumen nach oben und wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, dann gib mir doch über den Mitgliedwerden-Button hier unter dem Video gerne mal einen Dankeschön-Kaffee aus oder mach deine nächste Neuanschaffung einfach über einen Affiliate-Link hier direkt unten in der Videobeschreibung. Da findest du dann übrigens auch eine Liste von meinem Equipment, nur falls dich das interessieren sollte. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session. Viel Spaß! So, da sind wir schon in der Session und damit du erstmal weißt, worüber wir überhaupt reden, schauen wir erstmal rein, beziehungsweise hören wir erstmal rein, was hier eigentlich zur Verfügung steht. Ich habe hier in Gelb schon mal die Spur nach vorne geholt, den Bass, den du hier sehen kannst und du siehst schon hier an der Wellenform, dass es sich wirklich um einen dynamisch gespielten Bass handelt, vor allem hier mit einem starken Anschlag, dann klingt eine Note lange aus und so weiter. Also wirklich eine Herausforderung, die dafür sorgen soll jetzt hier, dass unser Bass tatsächlich ein stabiles Fundament hat und zwar nicht nur an den Stellen, wo die langsamen Noten gespielt werden, sondern eben auch hier im späteren Teil, wo dann durchgespielt wird. Aber hören wir erstmal rein, damit du weißt, wovon wir überhaupt reden. Also los geht's! You left your throne and then you rose on high. You broke every chain that day death died. Your love is patient, your love keeps no record of wrong. Das ist der Song No Greater Love, die Spuren des Monats im Premium-Bereich. Und falls du diesen Song auch mal mischen möchtest, dann findest du alle Informationen hier oben. Kannst du dich mal darüber informieren, was es mit dem Premium-Bereich im Recording-Blog auf sich hat. Da kannst du diesen tollen Song mischen. Aber wie du jetzt gerade schon gesehen hast, ich habe eingeblendet mal den Pegel, der die ganze Zeit angezeigt wird vom Bass. Und du hast bestimmt schon mal gesehen, wenn du es nochmal sehen möchtest, kannst du ja nochmal kurz zurückspulen, dass der immer so einen Ausschlag hat und dann relativ zügig abfällt, der Pegel. Mit anderen Worten, um einen stabilen Bass hinzukriegen, muss man schon dafür sorgen, dass es ein bisschen ausgeglichener wird. Und die Idee von Chris Lord-Alge ist jetzt quasi den Bass zu nehmen und diesen so stark zu komprimieren, dass quasi der Kompressor so stark runterregelt, dass er für leisere Teile immer Regelweg hat, das wieder nach vorne zu holen. Das heißt, wenn der Kompressor seine Kompressionsarbeit aufgibt und so langsam das Signal wieder zurückregelt, dass er dann dafür sorgt, dass das Low-End quasi immer stabil mit einem Pegel dabei bleibt. Und ich habe jetzt mal den 1176 hier vorbereitet für den Bass, der genau so eingestellt ist. Ne? Das heißt, hier die Idee ist erstmal, dass der Bass 4:1 komprimiert wird, wie du hier sehen kannst. Bei dem 1176-Style-Kompressor, das ist sogar ein echter jetzt hier in Software nachgebildet, 4:1 Kompression, dann eine mittlere Attack-Zeit, damit zumindest der Transient, der Anschlag vom Bass ein bisschen durchkommen kann und dann haben wir hier eine schnelle Release-Zeit, die dann wirklich dafür sorgt, dass der Kompressor immer Zeit hat, möglichst zügig zurückzuregeln und dafür zu sorgen, dass der Bass tatsächlich stabil seinen Platz hält. Dann noch mit dem Input-Regler so stark regeln oder so hochdrehen, dass du wirklich minus 20 dB Kompression kriegst, also dass der Kompressor richtig arbeitet
und dann halt mit dem Output-Regler dagegen regeln, dass der Bass eben nicht hinten lauter rauskommt, als er vorne reingeht. Da kann man sich auch ein bisschen am Pegelmeter orientieren. Wenn du dir den ersten Anschlag anguckst und sagen wir mal, der schlägt bei minus 18 dB aus, dann achtest du halt, nachdem der Kompressor aktiviert ist, darauf, dass eben auch diese minus 18 dB dann nicht übertreten werden. Auf dem Pegelmeter kann man das schon ablesen, aber du kannst natürlich auch nach Gehör mischen, das ist ja noch viel besser. Aber jetzt schauen wir mal dem 1176 tatsächlich bei der Arbeit zu. Also, ich aktiviere den mal und habe den, wie gesagt, so eingestellt, dass er minus 20 dB komprimiert, schnell wieder zurückregelt über die schnelle Release-Zeit, und jetzt sollte er eigentlich dafür sorgen, dass die Basstöne wirklich stabil am Platz gehalten werden und immer, wenn es zu leise zu werden droht, dass er dann zurückregelt und dafür sorgt, dass der Bass stabil vorne gehalten wird. Ich mache dir mal den Pegelmeter hier wieder groß, damit du das sehen kannst, wie jetzt hier deutlich stabiler der Pegel vom Bass gehalten wird. Du kannst aber auch auf den 1176 mal drauf gucken und mal gucken tatsächlich an dem VU-Meter, wie schön er zurückregelt. Du wirst es aber auch direkt hören. Also, gucken wir mal. Nothing can compare, your love is greater. You left your throne and then you rose on high. You broke every chain that day death died. Ich schalte mal auf Solo. Du siehst, die Methode, diesen Bass so stark zu komprimieren mit dem 1176, ist wirklich ein cooler Trick. Natürlich bringt der 1176 auch ein bisschen Sound mit, aber man kann auf jeden Fall sehen, dass man den Bass so stabil beieinander halten kann. Und damit du siehst, dass es nicht nur mit einem 1176 geht, mit einem echten nachgebildeten als Plugin, sondern auch mit einem Stock-Plugin, machen wir das jetzt nochmal eben und bilden das nochmal eben nach. Ich nehme mal den 1176 hier raus und wir laden mal den Kompressor rein, der hier bei Logic mitgeliefert ist. Wir schalten den mal auf den Vintage Fett. Dann haben wir also auch einen Vintage Fett-Kompressor, ähnlich dem 1176, und stell den mal genauso ein, wie wir den gerade eingestellt haben, wie ich den eingestellt habe, den Original 1176. Also wir stellen die Ratio mit 4 zu 1 ein. Wir stellen hier die Automation, den Auto-Gain und das Auto-Attack-Release mal aus. Wir machen mal eine Attack-Zeit von, sagen wir mal, 2 Millisekunden. Schnelle Release-Zeit auf ganz runter und regeln jetzt den Threshold so, dass er tatsächlich bis zu 20 dB komprimiert. Und dann regeln wir das Make-up-Gain wieder so, dass der Bass nicht zu leise wird. Also ich stelle das mal kurz ein, während wir hier laufen lassen. So, also richtig den Threshold runter. Nochmal von vorne. Ja, ruhig richtig drauf. So, jetzt komprimiert er also bis zu 15, 20 dB. Die holen wir jetzt mit dem Make-up-Gain wieder auf. Die schiebe ich mal hier so rein, 15 dB. Und jetzt sollte der Bass deutlich stabiler stehen. Und achte mal drauf, wie schön er hier zurückregelt. Und das Ganze jetzt auch nochmal kurz im Zusammenhang. Also ohne den 1176er von Universal Audio, sondern nur mit dem Stock-Plugin klingt es so. Du siehst, das Prinzip funktioniert entweder mit einem 1176 oder aber mit einem 1176-Style-Kompressor wunderbar. Stark komprimieren, Attack-Zeit auf mittlere Attack-Zeit stellen, damit du auch schön den Anschlag vom Bass noch hörst, schnelle Release-Zeit und dann so einfach einstellen, dass er minus 20 dB komprimiert und dann immer genügend Regelweg hat, um den Bass immer auf dem gleichen Level ungefähr zu halten. Der CLA hemdsärmelig Mixtrick für ein fettes Low-End, und falls du anders arbeitest mit deinem Bass, dann schreib doch mal deine Methode für ein fettes Low-End unten in die Kommentare rein. Ich bin immer gespannt, von dir zu lernen, da auch, dass wir alle auch von uns untereinander lernen können. Und wir sehen uns dann die Tage wieder in einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!